Hi und willkommen auf Abenteuerlust. Mich hat heute die Abenteuerlust wieder gepackt. Und ja, ich habe auf unserer Karte geguckt. Könnt ihr mal selber nachschauen. Urbex Elite auf Facebook. Dort haben wir eine Karte mit allen Locations. Und ich habe gedacht, mich erwartet hier ein Haus. Aber irgendwie sieht das aus wie ein großes Abbaugebiet oder so, ich weiß es nicht. Es ist so fabrikmäßig. Ich blende ein, was es ist. Ich werde recherchieren im Nachhinein. Aber ich bin einfach abenteuerlustmäßig losgefahren und habe gedacht, guck mal, was du vorfindest. Und das gucken wir jetzt zusammen. Hier liegt auf jeden Fall überall noch Zeug rum. Und ich habe natürlich meine Adresse jetzt jemanden geschickt, weil das ist dann doch eine Location. Gerade wenn hier so Sachen runtergehen und alles, dann sollte auf jeden Fall einer wissen, wo ihr seid, weil alles andere wäre eigentlich nicht zu verantworten. Was heißt eigentlich? Also, das ist nicht zu verantworten. Jetzt gucken wir mal. Da geht es nirgendwo rein, aber da geht schon eine Treppe runter. Oh, mal gucken. Oh, aber das ist schon zugeschüttet, ne? Da ist ein Lieferband. Und da ist zugeschüttet. So. Ja, hier ist dieses Lieferband. Oh. Und das muss ganz schön tief nach unten gehen, auch hier, oder? Ah ne, das ist der Boden. Ja, hier sind so Kippmulden. Geht auf jeden Fall da hinten durch. Tja. Gut, gehen wir mal weiter. Das ist einfach ein Katzenkörbchen. Also hier sind generell wieder auch viele Müllgegenstände. Ne? Haben die Leute ihren Müll abgeladen. Und guckt euch mal hier an. Ein Apfelbaum. Wespen. Ja, den hat irgendeiner abgebrochen. Sehr schade. Schöner Apfelbaum. Also jetzt nicht mehr, ne? So, seht ihr ja da oben. Geht auch noch alles weiter. Und da ist ein Lieferband. Förderband, das geht noch nach da. Da geht ein Weg lang. Ich vermute, dass das hier ein echt großes Areal und Gelände ist. Also hier sind auch noch so Verschalungen, ne? Bin immer sehr gespannt, was mich hier erwartet. Hier ist so ein Container, der ist sogar offen. Und Batterien, wahrscheinlich für so Baulampen, vermute ich. Da geht es auf jeden Fall auch noch hoch. Oh, seht ihr das? Also ich leuchte jetzt hier mal rein. Oh ja, oh ja. Da geht's sehr weit durch. Sehr, sehr weit. So. Hier ist es nur dieser Ablass. Und hier geht es auch nicht weiter. Aha. Aber es ist ja schon interessant hier mit diesem Durchgang. Und hier sind so Kabelführungen. Und hier sind auch Kabel. Also ich kann mir vorstellen, das ist sowas wie ein Versorgungstunnel gewesen, so ein Wartungstunnel. Auf jeden Fall geht er ja nach da und der muss ja auch irgendwo enden, und zwar irgendwo, wo man auch Strom braucht. Ich hoffe nur, dass ich hier irgendwo lang komme und nicht da den Weg hochklettern muss. Das wäre ein bisschen doof. Ja, hier hängt ein Helm.
Hier sind überall so Schuttreste oder hier so Baumaterialien. Ganz viele so von, wie heißen die so? Vom Straßenbau oder Gullis. Da hängt wieder ein Helm. Seht ihr den? Hier hängen einfach die ganzen Helme im Baum, im Wald. Ist auch ein bisschen komisch. Oha. Oha. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt, aber das ist einfach ein Loch. Es ist einfach ein tiefes, großes Loch, was wieder mit Bäumen zugewachsen ist. Wahnsinn. Also auch nicht ohne hier. Eieiei. Ja, ich bin heute schon ein bisschen außer Atem. Oh, pst. Ich weiß nicht, ob da vorne was ist. Da liegen so Sachen. Ja. Ich habe natürlich keine Lust, heute erwischt zu werden. Das ist die erste Tour seit langem. Da muss man nicht unbedingt direkt erwischt werden. Boah, wenn man hier gegenfährt und dann da runter. Wow. Ich traue mich gar nicht da so an die Kante. Ja. Das ist ein bisschen komisch. Da hängt auch ein Spiegel. Nicht, dass ich hier welche... Ja, dass hier welche wohnen. Das sieht mir fast so aus. Leute, ich glaube, hier wohnen welche. Hier haben sich wieder welche breit gemacht. Da war auch ein Fahrrad vorne am Tor. Also ich glaube, hier wohnen welche. Vorne war ein Fahrrad am Tor. Also es kann durchaus sein, Obdachlose oder was auch immer, die sich hier einquartiert haben. Oh Mann, da habe ich keine Lust drauf. Wir gucken trotzdem. Wir sind leise. Hallo? Hallo? Ja, also hier werden wir dann wieder gehen, wir wollen ja auch keinen ärgern. Gut.
Weiß nicht, wofür sie die Leiter da gemacht haben. Bisschen lebensgefährlich, da lang zu klettern. Weiß auch nicht, wie viele hier wohnen. Naja, auf jeden Fall haben sie sich hier den Standpunkt ausgesucht. Und nicht da unten. Haben sie sich selber dazu gemacht. Ja. Hi, noch ein paar abschließende Worte zu diesem Video. Normalerweise ein Video ohne viel Schnitt und ohne großen Aufwand wäre auf dem anderen Kanal gekommen. Aber ich fand das Video jetzt trotzdem, also die Location, sehenswert. Deswegen habe ich gedacht, komm, bring mal hier gerne ein Feedback da lassen, ob das trotzdem unterhalten hat, auch wenn jetzt kein krasser Schnitt dabei gewesen ist, keine Musik und sowas, ne? Ich fand es trotzdem zu schade für den anderen Kanal. Wenn ihr Adressen braucht, kommt in Urbex Elite auf Facebook. Wir haben eine kostenlose Google-Karte mit tausenden Adressen und zehntausenden Bildern und Informationen. Wisst ihr Bescheid? Ich bin raus. Ciao.